Schweden, das Land der Elche, der Nordlichter und der tausend Seen, mindestens. Für mich definitiv das Angelparadies Nummer 1. Also packte ich lediglich mein Zelt und mein Bellyboot ein und buchte mir erstmal nur ein One-Way-Ticket für die Fähre von Lübeck-Travemünde nach Trelleborg. Es sollte ins Blaue hineingehen, also ohne eine feste Route. In diesem Film nehme ich euch mit auf die Reise. Ich zeige euch genau, wo ich Station mache. Und ich dokumentiere auch, was mich der ganze Trip gekostet hat. Als erstes ging es mit der Fähre per TT-Line über die Ostsee. Mit Frühstück, Abendbuffet und einer Tagesaußenkabine ließ ich es mir erstmal gut gehen. Die Überfahrt war okay und relativ preiswert. Das Buffet hatte aber definitiv etwas von Unimensa. Aber ich war ja nicht für Luxus und Wellness auf Tour, sondern für Freiheit, Fische und Abenteuer. Den ersten ausgesuchten Spot konnte ich nicht ansteuern, da auf der 3 Kilometer langen Zufahrtsstraße keine motorisierten Fahrzeuge erlaubt waren. Am zweiten Spot trieben dann ganz andere Fahrzeuge ihr Unwesen. Also direkt weiter zum Spot Nummer 3. Einen Bade- und Angelplatz an einem kleinen See, dem Lursjön. Es war schon später Abend geworden, als ich mein Zelt aufschlug. Aber immerhin konnte es dann gleich am nächsten Morgen losgehen. Ein herzliches Willkommen und guten Abend hier aus dem offiziellen Angelparadies in Schweden. Ich habe mir nur ein One-Way-Ticket von Travemünde nach Trelleborg gebucht. Ich habe mein Zelt dabei und mein Bellyboot. Es geht quasi komplett ins Blaue. Ich weiß noch nicht, wann und wie ich zurückfahre. Das Einzige, was sicher ist, das Endziel soll der berühmte Bolmen sein, wo ich dann auch für ein, zwei Tage ein Boot gemietet habe. Die Anreise ja verlief ein bisschen chaotisch, ihr habt es gehört, aber jetzt habe ich hier einen wunderschönen Platz gefunden. Ich habe mich einfach in der Facebook-Gruppe Angeln und Schweden umgehört. Angeln in Schweden heißt die Gruppe. Dort habe ich mich umgehört und wildfremde Leute haben mir da Tipps gegeben, ey, komm hier hin, da kannst du dein Zelt aufbauen, da kannst du gut angeln und so weiter. Also ich habe mir einen schönen Plan bei Google Maps zurechtgelegt und ja, habe schon die erste Nacht und den ersten Angeltag in den Knochen. Die Nacht mache ich kurz, ja, war ziemlich kalt, minus 1 Grad und der Angeltag, ja, was da so passiert ist, das gucken wir uns jetzt einfach gemeinsam an. So, das ist der erste Schwedenhecht. Ich würde sagen, den Meter hat er knapp verfehlt, wa? Das ist aber ein schöner Einstieg. Kann man gar nicht meckern. Hat keine halbe Stunde gedauert. Eieieiei, der ist viel besser. Oh yes. Mann, das läuft aber heute. Ich bin jetzt eine Stunde hier. Oh, den Köder direkt vom Bellyboot stehen lassen. Das ist nicht so einfach mit Film vom Belly, aber bleibst du ruhig. Jetzt haben wir mal ein ordentliches Kaliber eingesackt hier. Der geht schon an die 80. Komische Deformation hier, schaut mal bei meinem Finger. Keine Ahnung, was das ist, vom Leichen oder so. Aber das ist mein Kaliber. Mann. Yes. Ja, und schaut mal Leute, solche Stellen hier,
kann man definitiv nur mit dem Bellyboot erreichen, mit nichts anderem. Halben Meter tief, alles voll mit Gras. Und da hinten, wo ich hinwerfen will, da an diese Lücken, da ist kein Gras. Da stehen jetzt die Pikes. Oha, macht der Dampf. Alter. Mein Gott, sind die hier stark. Der will noch nicht. Komplett weggehauen, den Rippelschwert. Ja! So, bist du soweit oder was? Oh, yes! Uff, der hatte mal Power, Jungs. Und Mädels. uff, krieg den gar nicht gebändigt. Ich hatte den Köder so tief geschluckt, ey, das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich selten gesehen, dass ein Hecht von dieser Größe, das ist ja jetzt kein Monster, den Köder so weggehauen hat. Hier, Ripple Shad ist es gewesen. Gucken, ob ich ihn wenigstens mal einmal angehoben kriege. Mach kein Heckmeck. Oh, da ist er. Da ist er. Yes. Richtig geiler Fight. Alter, was ist das jetzt? Den kriege ich ja gar nicht gehalten. Ach du Schreck. Ist das überhaupt ein Hecht oder ist das ein Riesenzander? Nee, ist ein Hecht. Dicker Hecht. Ach du Schreck, ist das eine Bahnschranke? Ja. Ach du grüne Neune. Der steht einfach im Wasser, ich krieg den nicht hoch. Ich hab Zeit. Zieht schön in die Mitte, nicht ins Schilf. Das ist gut.
Der hängt perfekt, der hat den komplett weggehauen, den Gummi. Ach du Scheiße, ist der groß. Auf jeden Fall ist der 1 Meter lang. Ach du Schreck. Oh, Zitter. Ich habe noch nie so kampfstarke Hechte gesehen, ohne Witz. Der ist einfach nicht zu bändigen. Hat mich jetzt schon 20 Meter durch die Gegend gezogen hier. Super vorsichtig sein hier in der leichten Route. Er dreht jedes Mal wieder durch, wenn ich ihn vorne habe. Jedes Mal dreht er wieder durch. Oh, bitte, bitte geh nicht ab, ey. Gibi! Ach, komm schon. Komm schon, Dickerchen. Oh, geh rein hier. Yes! Oh, Meter geknackt. Schweben durchgedribbelt. Oh, yes. Ach, so, der ist mir eben schon fast aus dem Kescher gesprungen, der Kollege. Die Kollegin wohl eher. Auch bei Fischen wird gegendert heutzutage. Das ist nämlich eine schöne Mutti. Off. Das ist ein dicker Cut. Ach du Schreck. Oh, den muss ich gleich verarzten. Oh, damit muss ich leider gleich direkt zurück und den zumindest verbinden. Weil das ist ein ganz dicker, ganz hässlicher Cut. Ich habe zum Glück Peter Isodona dabei und natürlich auch Verbandskasten und so. Aua, aua, aber mach das nicht nochmal, mein Freund. Ich krieg den Fisch nicht gehalten. Es nützt nichts. Und ich blute wie ein Schwein. Also alles, was ihr gleich an Blut seht, ist kein Fischblut. Ach, komm schon. Oh, yes. Oh, die Mutti aller Muttis, ey. Yes, yes, yes. Was für ein Fisch. Wow. Einfach nur happy. Blutig und happy. Oh. Mach's gut, meine Schöne.
So, meine Hechtflosse habe ich wieder einigermaßen in Ordnung bekommen. Das gehört einfach dazu zum Hechtangeln. Und was natürlich auch dazu gehört, ist das richtige Tackle. Ich habe wieder viel zu viel Ruten mitgenommen. Der eine Grund ist, dass ich mich einfach nicht entscheiden konnte. Den zweiten Grund seht ihr hier. Mann, 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 Leute. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Ja, Schwund ist überall. Ich werde euch nur eine Kombo kurz vorstellen, kurz und knapp. Es hat zwei besondere Gründe, warum ich euch nur eine vorstelle. Also, ich fische hauptsächlich mit Baitcaster. In 90% der Fälle beim Hechtangeln will ich größere Köder fischen. Ja, das ist hier noch klein zum Hechtangeln für mich. Deswegen Baitcaster. Ich habe hier die Wild Devil Baits Devil Stick Cast. 40 bis 120 Gramm. Da könnt ihr alle regulären Hechtköder mit werfen. Vom Oldschool Blinker bis zum dickeren Jerk oder Combo. Grund 1, warum ich euch gerade diese Combo vorstelle. Falls ihr Einsteiger seid, ist das eine perfekte Einsteiger-Combo. Die Geschichte hier, Rute, Rolle, Schnur, Vorfach, Köder, kostet insgesamt ca. 100 Euro. Also da kann man echt nicht meckern und das funktioniert auch tatsächlich. Also es ist absolut taugliches Geschirr, ich fische damit gerne. Hab die jetzt tatsächlich zum zweiten Mal erst im Einsatz. Aber das Ding macht Laune und Grund Nummer 2, warum ich euch gerade die Kombo hier vorstelle. Ich bin ja ganz begeistert, wie zahlreich ihr meine Videos guckt und was für ein positives Feedback ich von euch bekomme. Deswegen kriegt ihr von mir jetzt auch positives Feedback. Ihr könnt diese komplette Kombo gewinnen, inklusive Köder, so wie sie jetzt montiert ist. Kommentiert einfach dieses Video hier auf YouTube und dann seid ihr im Lostopf. Ja, damit möchte ich mich einfach mal bei euch bedanken für den tollen Support. Kommentar da lassen und ich wähle dann ein Kommi aus, der kriegt diese komplette Combo hier. Ja, natürlich habe ich noch ein bisschen leichtere Variante mit dabei, falls ich mal einen kleinen Gummi werfen möchte. Das ist auch oft vorgekommen jetzt hier die ersten beiden Angeltage. Und ansonsten, wenn ihr auf Hecht angeln wollt, im flachen Wasser jetzt im Frühjahr, normaler Gummifisch so um die 15 cm am Shallow Rig. Das ist es einfach. Ohne Bleikopf vorne, diese Shallow Rigs könnt ihr fertig kaufen. Da könnt ihr ganz langsam und flach diese Gummis hier führen. Wenn ihr einen Biss habt, dann klinken die einfach aus hier, die Rigs. Und dann habt ihr den Hecht hier komplett am Köder. Der Gummifisch steht frei und er kann ihn nicht ausklinken und macht ihn auch nicht allzu doll kaputt. Also die Dinger sind es einfach, Shallow Rigs. Was sonst natürlich dabei ist, ganz wichtig, fette Lösezange, entsprechenden Vorfach. Ich nehme gerne Titan, auch ein bisschen kleinere Jerks, hier so ein Tailbait, Glidebait. Und natürlich die gute alte Polarisationsbrille, damit ihr die Augen schont, die Nachläufer seht, besseren Überblick über Wasser habt. Ansonsten unter Wasser habt natürlich. Ansonsten mein Glücksbringer hier, der Shark Shad, naja, bringt auch seine Fische. Ja, und apropos Fische, ich baue jetzt hier mein Camp ab und dann reise ich weiter zum nächsten See und dann gucke ich mal, ob das genauso Sahne läuft wie hier. Wow, das war also der Luresjön. Gleich der erste See war ein Treffer ins Schwarze. Nach anderthalb Angeltagen dort wollte ich aber weiterreisen. Die nächste Station war der Mähen, wieder ein für schwedische Verhältnisse kleiner See, diesmal aber ohne die klassischen Schilfkanten. Angekommen am See traf ich direkt auf einen freundlichen Wikinger, der mir für 15 Euro Handgeld ein taugliches Aluboot überließ. E-Motor und Batterie hatte ich für alle Fälle selber dabei. Der See hatte vor allem eines: Wind, noch mehr Wind und Steine. Ich konnte das Boot kaum halten und wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Ich suchte mir eine halbwegs windgeschützte Ecke zum Ankern und warf dort einfach mal ein Swimbait ins Flachwasser. Yippie! Oh, und voll im Wind, ey! Voll im Wind! Oh ja, der sieht doch gut aus. Ah, sind die schön gefärbt hier. Ein herrlicher Fisch. So, auch der Mähen wurde geknackt. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt doch so schnell geht mit dem schönen Hecht. Da haben wir den ersten Mähenhecht. Ah, das ist einfach schön. Macht Spaß. So,
haben wir denn hier? Alter, der hat einen Wurm verschluckt. Der hat einen Regenwurm gefressen. Ah. Wäre es nicht so stürmisch gewesen, wäre hier mit Sicherheit noch wesentlich mehr gegangen. Ich machte erstmal eine Angelpause und bei dem Versuch, abends mein Zelt aufzubauen, nahm dieses durch den Wind leider einen ziemlichen Knicks in einer Zeltstange mit. Halb so wild, denn für schmale 32 Euro ergatterte ich ein Einzelzimmer in dem extrem urigen Hestveder Wandrerheim oder so ähnlich. Eine Art Bullerbühof mit Hostelzimmer und 100% schwedischen Gemütlichkeitshügelflair. Hier konnte ich abends noch ein bisschen am Haussee relaxen und die neuen White Devil Bait Spinner Probe werfen. So eine Reise muss man natürlich einigermaßen planen. Unter anderem musste ich mir vorher die Frage stellen, wie ich mein Essen über eine ganze Woche kühl halte. Die Antwort lautete leider: tief in die Tasche greifen. Nach etwas Internetrecherche kam ich auf die Petromex Kühltasche, angeblich die beste auf dem Markt. Diese hielt meine Vorräte tatsächlich mehrere Tage kühl. Die 150 Euro für die 22 Liter Variante haben sich dann am Ende doch gelohnt. Und der Sommer kommt ja jetzt erst. Zurück zum Thema. Nach einer Nacht im Wanderheim ging es weiter an einen ganz besonderen See, dem Bolmen. Schwedens 10-größter See mit endlos vielen Inseln wird eine harte Nuss werden. Das war von vornherein klar. Ich mietete mich bei Bolmen, Marien und Fritid ein. Ein Anglercampingplatz der Güteklasse A. Aber seht selbst. Der Campingplatz von dem deutschsprachigen Vermieter Jon Albin hat alles, was ein Angler oder Reisender braucht. Tolle Aluboote mit 4 bis 8 PS, ein Kanuverleih, Filetierplatz, Womo-Stellplätze, Grillecke und Miethütten. Ich schnappte mir eine kleine Hütte und bezog Quartier. Aber jetzt checken wir erstmal den wunderschönen See aus und gehen eine Runde angeln. Ich bin angekommen am Bolmen, genauer gesagt bei Bolmen Marien und Fritid, eine sehr schöne Anlage, preiswerte Schwedenhütten. Und viel wichtiger natürlich, schöne Aluboote. Ich habe mir hier einen 4 PSer gemietet, deutschsprachiger Vermieter. Absolut Sahne hier das Camp. Aber viel wichtiger als das Camp ist der See, Schwedens 10-größter See und das Zandergewässer Nummer 1. Wir haben jetzt Anfang Mitte Mai, die Zander sind alle am Laichen, sind alle am Norden des Sees. Und da werden wir sie schön in Ruhe lassen. Also Zander kann ich mir auf jeden Fall schon abhaken, bevor ich es überhaupt versucht habe. Aber sei es drum, es gibt natürlich auch schöne Hechte und Barsche hier im See, die wir fangen können. Das werde ich morgen versuchen. Nebenan in der Hütte ist eine Anglergruppe. Die sind zu dritt unterwegs und haben in den letzten 2 Tagen, ja genau, 2 untermaßige Hechte gefangen. Und die können angeln. Also schlechtmöglichste Bedingungen, natürlich maximaler Wind, 12 Meter pro Sekunde Böen, das ist alles wirklich ziemlich schwierig, aber davon werde ich mich absolut nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich habe mir hier eh schon einen Ast abgefangen auf dieser Tour und glaube, dass ich jetzt ganz problemlos und entspannt an die Sache rangehen kann. Morgen Vormittag geht's los, ich werde bis zum Ende kämpfen, um hier irgendeinen Fisch für euch aus dieser Wasserwüste zu ziehen und vor die Kamera zu halten. Der ständige Wind und die riesige unbekannte Wasserfläche machten es mir nicht leicht. Ich mache es kurz. Erstmal ging gar nichts. Keine Hechte an den Schilfkanten, keine Zander an den Abbruchkanten, nichts. Mehr als Freiwasserschleppen ging bei dem Wind eh nicht. Nur im Windschatten der Insel konnte man ankern und ein paar Gummis werfen. Ich griff in jede erdenkliche Trickkiste, um noch irgendetwas zu fangen. Im Schatten einer Insel gab es erstmal nur einen Fehlbiss. Ohne mein Deeper-Sonar wäre ich hier und eigentlich die ganze Tour über komplett aufgeschmissen gewesen.
Mit dem Flexarm und dem Smartphone-Mount baute ich das Wurfecholot zu einem vollwertigen Echolot um, welches mir vom Motorboot, Ruderboot und Bellyboot zuverlässig die Weißfischschwärme und Kanten anzeigte. An einer dieser Kanten konnte ich immerhin den ein oder anderen halb- oder eigentlich höchstens viertelstarken Hecht absahen. Irgendwann war es einfach Zeit aufzugeben. Aber Moment, was habe ich euch da vorhin erzählt? Ich werde bis zum Ende kämpfen, um hier irgendeinen Fisch für euch aus dieser Wasserwüste zu ziehen und vor die Kamera zu halten. Also blieb ich, kämpfte mich durch den Wind und wurde belohnt. Ah Leute, yes! Ich habe den Bäumen doch noch geknackt. Auf einer Kante von 2 auf 7 Meter, 20 Gramm Überbleiter Bleikopf. Guckt euch mal diesen... Boah, ist das eine Kirsche. Yes! Oh, das hat sich doch noch gelohnt. Mega! Yes! Wuhu! Was für ein geiles Geschenk vom Bäumen. Nach 3 Tagen Angeln und Chillen am See hatte ich langsam genug gesehen und ich sehnte mich nach dem heimischen Bett. Also schnell die Flex-Option der TT-Line gezogen und spontan ein Heimreiseticket von Trelleborg über Rostock nach Travemünde gelöst. Was für ein geiler Trip. Denkt auf jeden Fall an einen Kommentar unter diesem Film. Ihr helft mir damit nicht nur ungemein weiter, um den YouTube-Algorithmus zu pushen, sondern könnt auch die vorgestellte Baitcaster-Kombo gewinnen. Und wenn ihr jetzt noch ein Abo dalasst, sehen wir uns bei meinem nächsten Angelabenteuer wieder. Petri Heil.